Die Saison nimmt langsam Fahrt auf. Nach dem überzeugenden Sieg gegen Leverkusen und dem packenden Spiel gegen Barca wartet jetzt Eintracht Frankfurt. Alles zur Partie wie immer in eurem Feiertagsmagazin. Leverkusen, Barcelona und jetzt das Gastspiel bei Eintracht Frankfurt. Es geht Schlag auf Schlag und darüber möchte ich sprechen mit meinem heutigen Gast Thomas Delaney. Thomas, schön, dass du da bist. Natürlich. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Sehr schön. Es war ein wahnsinnig aufregendes Spiel gegen Barcelona. Ist das immer noch so ein bisschen im Kopf oder hast du das schon für dich abgeschlossen, verarbeitet? Ich würde sagen, heute ist das Körper zurück und dann sind wir durch mit diesem Spiel und jetzt reden wir von Eintracht Frankfurt. Okay, ich muss aber trotzdem schon fragen, es ist ja schon was Besonderes gegen so eine Mannschaft und solche Spieler zu spielen. Wahrscheinlich auch für dich noch, oder? Ja, klar. Ich hatte vorher einmal gegen Barcelona gespielt, okay. 9 Sekunden, glaube ich. Ich war 18 Jahre alt oder 17 Jahre alt in Kopenhagen. Ja. Aber natürlich ist das etwas Besonderes. Aber auch die Grund, weil ich hier bin, eigentlich. Für einen in unserem Verein und auch in der Mannschaft, zumindest am Dienstag, war es bestimmt noch was viel Extremeres. Und wir wollen mal gucken, wie es dem Hupe so ergangen ist. Minuten vor dem Anpfiff gegen den FC Barcelona. Jonas Hupe ist fokussiert, äußerlich cool. Innen drin sieht's ganz anders aus. Also es war der Wahnsinn. Ich muss sagen, vor dem Spiel war ich ziemlich nervös. So den ganzen Tag über, ist ja auch 21 Uhr, ist eine lange Zeit dann bis dahin. Aber sobald es hier losging auf dem Platz, war ich schon erleichtert und irgendwie auch froh. Von der Regionalliga rein in die Champions League, rein in den Signal Iduna Park. Ich glaube, es ist einer mit der krassesten Anblicke, die es so gibt. Also ich habe es ja vorher noch nicht erlebt, das war jetzt das erste Mal und es ist eigentlich unbeschreiblich. Ein kurzer Sprung in die Champions League und wenn der 19-Jährige so fokussiert bleibt, vielleicht auch nicht der Letzte. Ja, es war auf jeden Fall etwas ganz Besonderes für ihn. Wie hast du ihn wahrgenommen, so in der Kabine? War er besonders nervös oder hast du ihn gar nicht bemerkt? Also wie war das mit dir? Nein, ich hatte nicht so viel gemerkt von ihm. Aber ich weiß, Schmelzer hat er gefragt, ob alles okay war. Kurz vor der Anpfiff und hat gesagt, ja, jetzt ist alles okay. Ich glaube, er hat ein bisschen Stress. Aber das ist auch klar. Ich erinnere das auch, wenn ich war jung. Bisschen kleiner in Kopenhagen, aber trotzdem es ist etwas ganz Besonderes. Wahnsinn. Übrigens, den ganzen Beitrag mit Jonas oder über Jonas Hupe könnt ihr Anfang kommender Woche auf BVB-TV sehen. Sprechen wir wieder über die Bundesliga. Die letzten Spiele habt ihr jetzt zu null bestreiten können, nachdem ihr am Anfang oft zurückgelegen habt. Was habt ihr geändert? Was habt ihr versucht abzustellen oder zu bereinigen? Nein, ich glaube, es war auch letztes Jahr ein Frage von noch besser verteidigen, weil ich glaube, alle sehen schon, dass es geht gut vorne. Wir haben super Spieler vorne und verteidigen fängt auch an vorne. Und manchmal dauert das ein bisschen mehr. Mats ist reingekommen, Manu sieht stärker aus. Die jetzt zwei neue Außenverteidiger hat die letzten Spiele sehr, sehr gut gemacht. So, ja, manchmal kann man nicht sagen, okay, jetzt fangen wir an mit zum Nullspielen. Es kann ein bisschen dauern manchmal. Jetzt geht es gegen Eintracht Frankfurt und das wird zumindest im Vergleich auch zu Barcelona wahrscheinlich ein mehr physisches Spiel als eben zuletzt. Wie stellt ihr euch darauf ein? Was erwartest du von dieser nächsten Partie? Ja, ich denke auch, es wird ein schwer Spiel auswärts. In Frankfurt ist immer ein geiles Stadt, ein geiles Stadion. Mhm. Und ich erwarte auch, die haben gegen Arsenal verloren, kommt zurück in Bundesliga, muss vielleicht nicht gewinnen, aber muss besser machen. Ja. Und wir wollen einfach gewinnen. Das ist normal für uns. Es wird ein starkes Spiel, glaube ich. Ja. Ja, hoffen wir zumindest. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr zu deiner Person. Die Social-Media-Abteilung hat kurzfristig eine, wie nennt man das, eine Photoshop-Battle-Aktion ins Leben gerufen. Okay. Wir schauen uns mal ein schönes Foto von dir an und schauen mal, was unsere Fans dann daraus gemacht haben. Also das ist das ursprüngliche Foto und es wurde halt aufgerufen, was kann man daraus noch so machen? Und jetzt möchte ich natürlich zu den nächsten drei Bildern, die wir ausgewählt haben, deine Meinung wissen.
Also vielleicht Geheimagent Delaney, 00 Delaney, 006 in diesem Fall. Finde ich schon mal nicht schlecht. Na, das ist eigentlich sehr gut gemacht. So in Hollywood, okay. Das ja, vielleicht nach der Karriere ist... Das ist zumindest als Stuntman. Als Stuntman sieht schon mal gut aus. Fallen vielleicht kannst du. Vielleicht nicht wie eine Hauptrolle. Okay, dann schauen wir mal das nächste Foto an. Auch nicht schlecht. Das ist eigentlich Wahnsinn. Das ist fast die gleiche wie die Mandor. Ne? Hast du mal Breakdance gelernt oder sowas? Ich bin so schlecht auf Tanzen. Nein, das sieht sehr gut aus. Also klar, Füße ein bisschen andere Haltung, ja. Aber es sieht wirklich nach großartigem Breakdance aus. Ich verstehe nicht, ich habe normalerweise nicht so viele Mobilität in meinen Hüften, aber das dort sind... Lass dir nichts erzählen, Thomas. Du bist flexibel und dehnbar wie eine Brezel. Ich bin ein bisschen überrascht. Gerne Brezel. Dann schauen wir noch aufs dritte Foto. Auch nicht schlecht. Das ist eigentlich drei geiles Foto. Drei, ne? Starke, oder? Gewinner, sehr gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Gewinner küren müssen, aber die sind alle drei wirklich stark. Thomas ist zufrieden. Das könnte ein so ein neuer Track sein. Ne? Ich kenne das Superman und so, aber das könnte so... Das könnte ein neuer. Ein Delaney sein. Den Delaney. Den einen... An alle Motocross-Fahrer da draußen, ab jetzt bitte den eingesprungenen Delaney üben. Sehr, sehr gut. Es gibt da jemanden in der Mannschaft, der hat auf jeden Fall auch noch eine Frage an dich. Versteht euch, glaube ich, sehr, sehr gut, egal auf welcher Sprache. Wir gucken einfach mal, wer das ist. Ich wollte auch fragen, ob du uns alle vorsingen können, deine alte Fanlied von FC Kopenhagen, als du da Spieler war. Jetzt wollen wir natürlich hören, welches Fanlied er da mitmacht. Ich kann das nicht, aber ich kann das erklären. Okay, dann erklär uns. So, es gibt ist die I Love You Baby. So, okay. In Dänemark singen die Fans viel zu den Spielern. Mhm. Nicht wie hier, es ist selten. Mhm, ja. Aber in Dänemark hat jeder Spieler ein Song. Und deiner war auf dem Lied I Love You Baby? Genau, ja. Und dann sagt man... So, Thomas Delaney, oh, wie ist das eigentlich? Hast du schon vergessen? So lange bist du jetzt auch noch nicht bei uns. Ja, aber sie sagen, du hast schönen Haar. Ja. Weil ich war jung, ich hatte lange Haar. Ja, auch jetzt. Ja, aber war geiler. Ja. okay. Und dann sagen sie, Thomas Delaney, was für eine Zukunft er bekommt. Auch das ist richtig. Ja. Auch das ist richtig. Und Thomas Delaney, wie sagt man auf Deutsch, er kriegt so die Geschichte, ist meine Freundin. Mhm. Das Bruder war Spieler in Brøndby. Ja. So ist das ein Verein in Kopenhagen. Ja, ich weiß. Und das ist eigentlich wie Schalke und Dortmund. Ah. Aber in die gleiche Stadt. Okay. So, yeah. Es kann brutal sein. Mhm. Und er war einer der besten Spieler dort. Du warst einer der besten Spieler? Nein, ich war jung. Okay. Am Anfang war ich gar nicht im ersten Mannschaft. Okay. Ich war 16 Jahre alt. Aber das haben Jahre. Die auch noch in Ja, und dann sagen sie, Thomas Delaney, er bekommt die Frauen für der Gegner oder so. Ah, okay, jetzt macht Sinn. Ja, ja. Okay, hab ich verstanden. Mhm. Sehr gut. Neben Jakob sind im Sommer noch zwei weitere Dänen zu uns in den Verein gekommen, nämlich Mike Tulber und Magnus Kastrup, wie ich gelernt habe. Beide U23, der eine Trainer, der andere Spieler. Kennst du die beiden? Und wie ist das? Hilft man sich da so ein bisschen? Nimmt man Kontakt auf und sagt, hör mal, ich weiß schon, wie der Hase hier läuft in Dortmund? Ja, ich war mit Jakob nach einem Training im letzten Monat oder so. Dann waren wir bei U23 und nur schauen und sagen Hallo und wie alles läuft. Ja. Und ich kenne natürlich Mike Tulber als Spieler in Dänemark. Mhm. Aber Magnus kenne ich noch nicht als jung, aber ich habe ein bisschen mit ihm geredet. Ja. Aber es scheint ja eine gute Verbindung mittlerweile jetzt von Dortmund nach Dänemark zu geben. Wieso passt das so gut? Ich meine, wir sind jetzt nicht unbedingt die ich sage jetzt mal, Wikinger und Seefahrer hier in Dortmund, aber irgendwie scheint ihr Dänen euch ja hier wohl zu fühlen. Ja, aber ich denke, Dänen sind als Sportler so seriös und arbeitet viel und das passt hier rein eigentlich. Ich klinge auch so in einen Verein, wo man gerne sieht, dass das alles etwas bringt und alles geben und das ist einfach für viele, muss ich sagen, viel denen zu aber was hier auch richtig gut ankommt in dieser Region und bei uns im Verein ist natürlich wirklich harte Arbeit. Dafür stehst du auch.
Und wir gucken uns einfach nochmal genauer an, was unsere Maschine im Mittelfeld so genau ausmacht. Showspektakel, Tore, doch einer muss die Drecksarbeit erledigen. Thomas Delaney hält seinen Kumpels den Rücken frei. Der Däne hat richtig Bock auf Zweikampf. Man of the Match gegen Leverkusen, nicht Reus, Alcázar oder Sancho, sondern Delaney. Der verdiente Lohn für ehrliche Maloche, denn die wird in Dortmund seit jeher gefeiert. Wird gefeiert, aber jetzt musst du mir helfen. Also ein Stürmer, der will immer Tore schießen. Ein Torwart, der will immer zu Null spielen. Was will eigentlich ein Thomas Delaney? Also was ist dein Ziel von einem Spiel? Alle Zweikämpfe gewinnen oder? Fast, ja. Ich will das Spiel entscheiden, das Kontrolle haben eigentlich. Im Mittelfeld. Mit Ball, ohne Ball. Das ist eigentlich das Ziel. Sehr gut. Jetzt hattest du aber auch eine gewisse Phase, wo du nicht von Beginn an gespielt hast. Ist ja auch etwas, worauf man dann erstmal reagieren muss. Wie war das für dich? Wie bist du mit dir umgegangen? Am Anfang ein bisschen überrascht, weil ich glaube so von letzter Saison, am Ende war ich der Spieler mit den meisten Minuten, die letzten paar Monate oder so, hab viel gespielt und dann plötzlich von Anfang an, okay, ich beginne nicht im Supercup, alles gut. Und dann gibt noch drei Spiele ohne Minuten. Das war, ich kann nicht erinnern, wann ich das letzte Mal das probiert habe. Das war ich so hoch vielleicht, ja, in Kopenhagen. Ja, ja. Sodass war natürlich nicht ein gutes Gefühl. Aber ich bin auch der Typ, der sagt nicht viel. Ich hatte natürlich ein bisschen mit der Trainer geredet und er sagt dann, dein Zeit kommt, bleib ruhig und weiter arbeiten. Und ja, plötzlich ist Axel verletzt, komme ich rein, macht okay, bekommt verletzt, wie wir gesehen haben. Und dann hatte ich viele Minuten bei der Nationalmannschaft bekommen. Das war wichtig für mich, reinzukommen in den Rhythmus. Und plötzlich nochmal Leverkusen 90 Minuten und Barcelona 90 Minuten. Und ja, ich fühle mich zurück in den Rhythmus. Kann so weitergehen jetzt. Ja. Sehr gut. Wir haben eben auch eine Szene gesehen, wir haben kurz darüber gesprochen, Union Berlin. Also hoch in der Luft, auf den Kopf gefallen, das muss wehgetan haben. Was ging da? Hattest du nicht irgendwie so kurz Sterne vor Augen? Warst du nicht so ein bisschen benommen? Nein, es ist eigentlich das zweite Mal die gleiche Stelle. Es passiert oft bei mir, ja. Oder manchmal. Aber nein, das tut eigentlich nicht so weh. Es war vielleicht ein bisschen blöde Entscheidung, aber ich hatte nicht der Gegner gesehen. Und ja, du bist ein bisschen, du siehst nicht Sterne, aber so ein bisschen... fühlt sich ein bisschen besonders, lass uns das sagen. Und extra müde und so. Aber was wehtun hat, das war diese Clips. Tacker. Ja, das tut weh. Ja, das glaube ich. Aber jetzt brauchen unsere Mittelfeldspieler wie du. Ich meine, wir hatten mit Sven Bender auch mal einen, der hat sich überall reingeschmissen, alles kaputt. Helmpflicht brauchen wir nicht in der Bundesliga, oder? Für Mittelfeldspieler wie euch? Das wäre dann zu viel des Ganzen. Okay, jetzt brauchen wir auch keinen Helm, aber wir werden ein bisschen Zweikampf machen. Jetzt. Klar. Aber auf die einfache Variante, weil das wäre unfair, ich bin nicht mehr fit genug. Wir spielen so ein bisschen Tor oder kein Tor. So, Thomas, wir haben unsere Karten. Gelb steht für Tor, schwarz für kein Tor. Wir schauen uns die Szenen an und entscheiden dann, okay? Ja. Ja, dann legen wir mal los. Ja, das ist stark. Okay, ich würde sagen, auf drei treffen wir Entscheidung. Okay, eins, zwei, drei. Okay, kann noch nicht viel passieren. Wir sind beide für Tor. Oh, nein! Ich war sicher, das war Tor. Ja, natürlich. Ja, vor allem, so ein Depp. Aber stimmt, guck mal, man durfte noch den Ball in die Hand nehmen. Das war ein ganz anderes Spiel, ne? Ganz anderes Spiel. Ganz andere Zeit. Wir nehmen das nächste Video.
Okay. Warte mal, ne? Okay. Bereit? Ja. 1, 2, 3. Zumindest wieder derselben Meinung. Wir sagen beide kein Tor. Aber das, aber Moment, das ist Moment, kein Moment, Tor, Moment, ne? Moment, das ist unfair, oder? Ich finde auch, das ist unfair. Ich meine, wir hätten beide einen Punkt oder eben keinen Punkt. Aber die erste Situation haben wir ja ganz klar richtig entschieden. Kein Tor. Was danach passiert, mein Gott, dann ein bisschen unfair. Aber wir haben beide das Gleiche. Insofern macht es ja nicht wirklich einen Unterschied. Da muss ich nochmal mit der Kommission drüber sprechen. Das hätte ich nicht erwartet zu sehen. Eigentor. Wir gehen zum dritten und letzten Video. Okay, Hupe, Hupe, Hupe. Er verschießt! Das ist 50-50. Ja, das kann jetzt alles passieren. Aber? Aber es wird langweilig, wenn das kein Tor ist. Guck mal, du verrätst mir deine Taktik. Ja, schon, aber ne? Wir sind zusammen. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Alle für unsere Farben. Okay, ich würde sagen: 1, 2, 3. Okay, Hupe, Hupe, Hupe. Er verschießt! Ja! Kappe, Kappe! Kappe! Nein! Ist der drin? Ist drin! Und er zählt, weil er noch in der Bewegung war. Richtig entschieden. Dann würde ich jetzt mal sagen, gucken wir uns den Gesamtstand an. So, Thomas, wir waren lieb zueinander. 1:1, ganz fair, geht keiner als Verlierer aus. Aber ich sehe gerade, es steht 7:10 oder 10:7 für die Gäste. Nobby, was machst du denn da? Sag mir das doch vorher, da hätte ich mich mehr reingehängt. Denkt bitte dran, ihr könnt, wie das eben zuletzt gesehene Video, euch auch spannende Szenen ausdenken. Geht der Ball rein, geht der Ball nicht rein? Uns die zuschicken und vielleicht tauchen sie dann hier im Feiertagsmagazin auf. Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine wunderschöne Charity-Aktion. Natürlich wie immer zugunsten unserer Stiftung Leuchte auf. Und beim letzten Mal haben der Nobby und der Marco dieses schöne Foto aufgenommen. Das gibt es jetzt als Kunstdruck für euch zu ersteigern. Wie gesagt, für einen guten Zweck. Es wird eingeblendet, wo ihr das Ganze erwerben könnt. Macht fleißig mit, wie gesagt. Es hilft. Wir haben natürlich auch ein schönes Foto gemacht, Thomas, vor der Sendung. Das gibt es dann beim nächsten Mal zu sehen. Ich finde, es ist viel schöner geworden. Natürlich. 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 Sehr gut. Thomas, eine letzte Frage. Du bist für den Spruch des Jahres im Thema Fußball nominiert. Weißt du welchen? Ja, ich habe gesehen. Gesagt hast du, es gibt viele junge Spieler. Manchmal ist es wie Gassi gehen mit 10 Hunden. Wie gut hören sie denn jetzt, wenn du sagst Platz, Sitz? Besser. Ist besser ja, schon geworden? Hast du ein bisschen mit denen gearbeitet? Ja? Ja. Sehr schön. Nein, das war nur viel Spaß. Aber manchmal geht alle vorne rein. Ja. Und, ist ein bisschen wild dann, ne? Ja, man gibt viel Linien zu halten. Ich kenne das. Aber zu meinen jungen Hunden gehörten damals Mats Hummels, Marcel Schmelzer und so weiter. Die sind ja jetzt selber die alten Säcke. Die sollen jetzt dafür sorgen, dass es eben besser läuft. Thomas, ich sage vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Euch hoffe ich natürlich, hat es auch gefallen. Ja, und beim nächsten Mal sitzt wahrscheinlich Nobby wieder hier. Und Nobby hoffentlich dann mit ein bisschen mehr Punkten gegen unsere Gäste. Also, bis dahin. Ciao.